Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem YouTube-Channel. Mein Name ist Ray Butlener und ich freue mich sehr, dir das heutige Sternzeichen Steinbock erklären zu dürfen. Bevor ich allerdings auf das Sternzeichen Steinbock eingehe, ist es elementar wichtig, vorab für dich darüber informiert zu werden, dass deine Hauptcharaktereigenschaften, deine Persönlichkeitsmerkmale und super wichtig, deine interne, emotionale Welt eben nicht nur von deinem Sonnenzeichen, sprich deinem Sternzeichen abhängig sind, sondern auch sehr stark mit beeinflusst werden von deinem Mond und von deinem Aszendenten. Hinzu kommen noch diverse andere Planeten, die nochmal alle in unterschiedlichen Häusern und Zeichen untergebracht sind. Und diese aspektieren sich auch nochmal bei jedem anders individuell. Und alles zusammen ergibt eben dein individuelles Gesamthoroskop richtig interpretiert. Du siehst, Astrologie ist nicht nur schwarz und weiß. Es gibt eine Menge Grautöne und eine ganze Menge mehr dahinter. Ich möchte dich aber jetzt auch hier nicht überhäufen mit dieser ganzen astrologischen Fachsprache, sondern dir nur einen kleinen Vorgeschmack davon geben, was dich in meinen zukünftigen Videos denn noch alles so erwarten wird. Aber heute ist das Sternzeichen Steinbock dran. Was hat es genau damit auf sich? Lass uns starten! Der Herrscherplanet des Steinbocks ist der Saturn. Der Saturn regiert sowohl den Steinbock als auch eben den Wassermann. Der Saturn steht für deine väterliche Figur, die hohe Autorität in deinem Leben, die dir Regeln, Ordnung, Gesetze, Grenzen und Struktur beibringt. Du kannst dir das dir in etwa so vorstellen, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Eselsbrücke ist, der Saturn hat eine Eklipse, so ein Schweif um den Planeten herum. Und dieser Schweif, diese Eklipse steht nun mal eben für Begrenzung und dafür, dass du in deinem Leben nicht alles machen kannst, was du willst. Es gibt nun mal eben Ordnung, Regeln, Grenzen und Strukturen, die man nicht brechen darf. Und der Saturn ist in der gesamten Astrologie ein sehr, sehr gefürchteter Planet. Der Saturn bzw. der Steinbock steht für den Archetypen des Königs und des alten Weisen. Das bedeutet, dass dem Saturn im Grunde genommen nichts entgeht und er über alles herrscht. Der Saturn steht auch für deine Lebenslektionen und für dein Karma. Sehr interessant ist das Karma, weil der Saturn, der Lehrer in deinem Leben, dir einfach die Gesetze beibringt. Und er bringt sie dir sehr, sehr hart bei. Das bedeutet, wenn du dich nicht an Regeln und Gesetze, wenn du diese nicht befolgst, dann wirst du früher oder später definitiv einen Preis zahlen. Der Saturn bringt dir einfach bei, in deinem Leben Verantwortung zu übernehmen. Und der Steinbock ist eben genau gut darin, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, für die er dann auch gerade steht. Der Steinbock versteht wie kein anderes Zeichen, dass es keine Abkürzungen im Leben gibt und man meistens nur an sein Ziel kommt durch harte, ausdauernde, sehr, sehr ehrgeizige Arbeit. Der Steinbock ist zwar nicht der schnellste, aber sehr, sehr ehrgeizig und ausdauernd. Der Steinbock versteht einfach, dass man kann Ziele nicht einfach nur so erreichen und Ziele kommen auch nicht von alleine zu dir. Albert Einstein hat was gesagt, was finde ich ganz gut hierzu passt. Albert Einstein hat gesagt, Genie gleich 1% Talent plus 99% harte Arbeit. Und der Steinbock versteht das am allerbesten von allen Sternzeichen, dass eben diese unglaublich unermüdliche harte Arbeit hinter jedem Ziel steckt, um dieses zu erreichen. Der Steinbock ist sich dessen bewusst und arbeitet unermüdlich an seinen Zielen. Das Motto des Steinbocks ist, ich leiste oder ich übernehme Verantwortung. Der Steinbock hat meistens sehr hohe Ziele und sehr hohe Standards, übernimmt Verantwortung, ist sehr ausdauernd und trifft Entscheidungen, die kein anderer treffen will, um eben seine Ziele und Standards einzuhalten oder zu erreichen. Ich habe beobachtet, dass es Steinböcke gibt, die nicht wirklich was erreichen wollen. Aber trotzdem ist es so, dass sie sich verantwortlich dafür fühlen, mit den Dingen, die man ihnen zur Verfügung gestellt hat, aus diesen Dingen trotzdem das Beste zu machen. Aufgrund dessen, dass dem Element der Erde, dem Steinbock, zugehörig ist, ist er ein Meister in der Beherrschung seiner materiellen Ressourcen. Parallel dazu ist er auch noch ein sehr praktischer, realistischer Typ und auch sehr, sehr gut im Organisieren. In der positiven Manifestation ist der Steinbock sehr effizient und sehr praktisch unterwegs. Der Steinbock hasst Verschwendung. In der negativen Manifestation kann es passieren, das habe ich leider öfter mitbekommen, dass Steinböcke aufgrund dessen sehr, sehr geizig werden können. Der Steinbock zieht meistens das Greifbare und Konkrete dem Anspruchsvollen und Idealen vor.
Ein Beispiel hierfür. Stell dir vor, der Steinbock steht mit seinem Kollegen da und sie überlegen, wie sie einen neuen Trainingsplan aufsetzen. Okay? Aber beide haben seit mehreren Jahren nicht mehr trainiert. Der Kollege, der Steinbock, sagt, okay, ich habe eine Idee. Also ich werde das auf jeden Fall jetzt so machen. Ich werde jeden Tag 2 Stunden trainieren, 7 Tage die Woche. 4-mal die Woche werde ich zum Kampfsport gehen, 2 Tage davon werde ich zum Kraftsport gehen und 1-mal werde ich zum Ausdauertraining gehen. Hinzu werde ich noch sehr, sehr akkurat meinen Trainingsplan anpassen und eine strikte Diät durchführen. Dann habe ich noch kürzlich mitbekommen, dass man über das Speedreading lernen kann, täglich ein Buch zu lesen und aufgrund dessen 5 Bücher die Woche mir noch reinziehe. Natürlich, nachdem ich erst nach 1 Monat gelernt habe, wie man dieses Speedreading auch durchzieht, werde ich dann auch entsprechend diese Bücher lesen. So machen wir das. Der Steinbock, der kann nur schmunzeln und dazu sagen, hey mein Bester, alles schön und gut, ich wünsche dir sehr viel Erfolg bei dem, was du dir ja vorgenommen hast, aber ohne ihn nachtreten zu wollen, das ist nicht realistisch. Ich fange damit an, dass ich 3 bis 4-mal die Woche trainieren gehe, meinen Trainingsplan entsprechend umstelle, mit der Diät so die Anpassung vornehme, dass es auch passt. Das heißt, ich lasse mir noch etwas Zeit und muss noch etwas über Versuch und Irrtum herausbekommen. Und mit dem Lesen, da hast du vollkommen recht, Lesen ist verdammt wichtig, aber 1 Buch die Woche bzw. 1 Buch am Tag, weiß ich nicht, ob du das einfach so mit einem Speedreading hinkriegst. Ich nehme mir vor, 20 Seiten am Tag und das kontinuierlich durchziehen und nicht mehr damit aufhören. Ich will nicht damit sagen, dass der Steinbock nicht so hoch stapelt, sondern ich will einfach nur damit sagen, dass der Steinbock sehr, sehr realistisch in der Zielumsetzung ist. Das bedeutet, auch wenn der Steinbock nicht der schnellste ist, ist er jedenfalls sehr, sehr handlungsfähig. Der Steinbock ist nämlich auch ein kardinales Zeichen und geht aufgrund dessen sehr praktisch und handlungsorientiert auf sein Ziel zu. Das bedeutet nicht, dass er keine großen Ziele haben könnte, sondern dass er, wenn er diese hat, wirklich einfach bodenständig, realistisch, einfach die Messlatte immer höher setzt. Aber nicht von vornherein, sondern sich wirklich sukzessive an sein Ziel heranarbeitet und es auch tatsächlich schafft, diese Widerstände zu überwinden und auch langsam immer erfolgreicher wird. In der negativen Manifestation kann der Steinbock, um seine hochgesteckten Ziele zu erreichen, sehr hart mit sich selbst und mit seiner Umgebung umgehen. Er kann sehr heftig, rücksichtslos, kühl, emotionslos und schon teilweise auch skrupellos werden in der negativen Manifestation, um eben ganz oben an der Spitze anzukommen. Aufgrund dessen, dass der Steinbock auch ein sehr, sehr realistisches Zeichen ist, ist es ähnlich wie bei der Jungfrau so, dass das Glas eben auch meistens halb leer ist. Der Steinbock muss lernen, über diese Negativität und über diese pessimistische Art hinauszugehen. Das bedeutet, dass es sein kann, dass wenn der Steinbock einmal einen Misserfolg erlebt, ist es häufig so, dass er länger braucht, um sich zu erholen. Aber das Heftige beim Steinbock ist, egal wie pessimistisch und negativ er auch aufgestellt ist und egal wie heftig auch der Misserfolg gewesen ist, es kann sein, dass er kurz am Boden ist, aber auch wenn er sogar länger am Boden ist, früher oder später steht er wieder auf und nimmt die Arbeit auf sich und geht weiter seinen Weg. Also es kann wirklich, wie gesagt, sein, dass er dann kurz wirklich mal in die Knie gezwungen wird, aber das hält ihn nicht auf. Er wird es immer wieder schaffen, aufzustehen und egal wie negativ es ist, den Kampf wieder aufzunehmen, um sein Ziel zu erreichen. Im Laufe des Lebens lernt der Steinbock immer besser, dass Erfolg immer seine gewisse Zeit benötigt. Und um eben auch immer seinen Erfolg zu gewährleisten, muss der Steinbock auf jeden Fall auch lernen, Scheitern und Selbstzweifel zu überwinden. Und dieses lernt er sukzessive, obwohl er da realistisch, teilweise eben auch pessimistisch die Dinge öfters betrachtet und angeht, hat er trotzdem diese Power, um jegliche Widerstände über einen längeren Zeitraum zu überwinden und so an sein Ziel zu kommen. Dem Steinbock zugehörig ist das 10. Haus. Das 10. Haus steht für Autoritäten, Status, Ruf, Karriere, dein Beitrag zur Gesellschaft durch deine Berufung, Macht und Einfluss, CEOs, die großen Bosse, Könige, hohe Autoritäten, Politiker. Du siehst, das 10. Haus hat einfach sehr viel zu tun mit Macht, deinem Ruf, Ansehen, Karriere
Und deswegen ist es so, dass der Steinbock, wie ja in dem ganzen Video schon beschrieben, sein Hauptaugenmerk meistens eben auf die Arbeit und seine Karriere legt, um die Karriereleiter sukzessive emporzusteigen. Okay? Der Steinbock ist meistens etwas bescheidener und zurückhaltend, sehr würdevoll und stolz, meistens sehr korrekt und ehrlich. Dem Steinbock ist es sehr wichtig, aufgrund auch des 10. Hauses, was für einen Ruf er in der Gesellschaft hat. Das bedeutet, ihm ist es sehr wichtig, wie er in seiner Außenwelt wahrgenommen und betrachtet wird. Aufgrund dessen ist es so, dass der Steinbock niemals mit Dingen an die Öffentlichkeit geht, die er nicht wirklich sehr gut beherrschen kann, um immer sehr professionell und gut dazustehen. Eben auch deswegen ist der Steinbock sehr, sehr anspruchsvoll in der Partnerwahl. Dem Steinbock ist es sehr wichtig, dass der Partner genauso hohe Ansprüche hat an sich selbst wie er selbst. Es ist ihm wichtig, dass der Partner auch hohe Ziele anstrebt. Genauso ist es ihm wichtig, dass er seinem Partner zu 100% vertrauen kann. Es ist ihm wichtig, dass er mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner ein sehr idyllisches Zuhause hat und hat überhaupt keinen Bock auf irgendein Drama oder irgendwelche Spannungen zu Hause, weil der Steinbock einfach sehr, sehr karriere- und arbeitsorientiert ist. Ist es ihm wichtig, dass er einen Partner hat, der ihn dabei unterstützt. Er ist aber auch bereit, seine Partnerin oder seinen Partner dahingehend zu unterstützen, ihre oder seine Ziele zu erreichen. Aber es ist wichtig, dass eben zu Hause beide ja ihr Hauptaugenmerk darauf legen, eben die Batterien und die Energien wieder aufzuladen und dann eben im Anschluss wieder rauszugehen und die Ärmel hochzukrempeln, um eben auch die Ziele über die Arbeit zu erreichen. Wenn du jetzt sagst, interessant, wie der Ray das hier so beschrieben hat, aber ich bin Steinbock oder ich gucke mir dieses Video an wegen einer Person, die Steinbock ist, das passt nicht so ganz, dann kann das mit diversen Dingen zu tun haben. Es kann zum Beispiel damit zusammenhängen, dass der Planet Chiron, das ist der Planet der Verletzung, direkt an deiner Sonne ist und somit diese Eigenschaften eben verletzt, die ich gerade erwähnt habe. Es kann sein, dass dein Aszendent oder dein Mond in einem anderen Zeichen steht und diese mehr hervorgehoben sind und diese Energien mehr zum Vorschein treten. Es kann mit diversen Dingen zusammenhängen. Mich würde sehr interessieren, was du mit dem Sternzeichen Steinbock bis jetzt für Erfahrungen gesammelt hast. Teile dein Wissen und Erfahrung mit uns und hinterlasse uns gerne einen Kommentar. Wenn dir dieses Video hier gefallen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn du ein Teil unserer Community werden willst, dann abonniere herzlichst gerne meinen Kanal. Am besten so die Glocke betätigen, dass diese bimmelt, sobald ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Schön, dass du hier warst. Dein Ray und bis zum nächsten Mal.